Rondo Media, Relaw Studios, join us! Witterer. Roads of Rome lädt, bitte warten! Herzlich willkommen! Ja, in den Sound kann ich auch noch mal ein bisschen lauter machen, ich habe gerade nämlich am Mikro rumgespielt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt, es nennt sich Roads of Rome, ist ein interessantes kleines Spiel, was ich irgendwann zwischendurch mal bei der Spielepyramide gesehen habe, im Prinzip. Ja, wo war das eigentlich? Ich glaube, beim Media bin ich drüber gestolpert. Hab gedacht, oh, komm, 5 Euro nehmen wir mal mit, das Ding, waren halt mit mehreren Editionen dabei. Roads of Rome ist halt sehr schön, es hat vom Cover aus vielversprechend ausgesehen. Und ich muss auch sagen, ich habe es auch schon mal angespielt, habe 2, 3 Level mal gemacht und ich finde es richtig cool. Also es macht auf jeden Fall Laune. Ist halt ein recht simples Spiel am Anfang und eigentlich auch ja generell von der Art her nicht so kompliziert. Es ist halt nur, das Schwierige ist dann, dass man das Ganze vernünftig managt an sich. Auch sehr schöne Musik hier, muss ich sagen. Hat so ein bisschen Siedler-Style. Insofern kommt mir das wahrscheinlich sowieso deshalb schon gelegen. Und da ich natürlich auch noch ein Fan von den Römern bin, auch nochmal mehr. Hier gibt es sogar Highscores, wo man sich dann in die insgesamten Ranglisten reinspielen kann, wenn man gut genug ist, was wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird. Ja, ich bin ja jetzt hier in Japan. Ich spiele hier von Japan, deshalb werdet ihr sicherlich schon gemerkt haben, meine Tonqualität ist gerade nicht die beste, weil ich nur über ein Headset aufnehme. Und dafür musste ich die Mikrofonverstärkung arg hochschrauben, weil ich sonst so leise wäre, dass ja, das Ganze hier nicht so toll zu hören wäre und ich dann die Musik auch fast ausmachen müsste. Und das Problem wäre natürlich, ihr in den Videos hättet dann auch nochmal einige Probleme. Und deshalb habe ich jetzt ein bisschen den Verstärker reingeschmissen. Hat jetzt leider die Folge, dass es halt hier ein bisschen hinterherhängt. Holen wir uns die Geschichte jetzt mal. Victorius war ein tapferer römischer General, der sein Leben dem Kampf um die Ehre Roms gewidmet hatte. Ja, oh Scheiße, das ist ja hier schon blöd. Ein jeder Bürger Roms hatte Respekt vor dem großen Kriegsführer. Caesar selbst schätzt den Heldenmut, die Tapferkeit und Loyalität seines Generals. Wonach sich Victorius jedoch noch mehr sehnte als nach Ruhm und Reichtum, war das Lächeln von Caesars Tochter, das der schönen jungen Julia. Als Victorius zum ersten Mal ihr Antlitz erblickte, ah, das ist zu schnell, dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit und für Julia kam nur Victorius als Gatte in Frage, wohl wissend, dass ohnehin die meisten Frauen Roms heimlich von ihm träumten. Die Tage ohne euch gingen so langsam vorüber und nun, da ich endlich zurück bin, muss ich warten, bis alles schläft, mich als Diener vergleichen, um mich den Wächtern vorbeistehen, um euch zu treffen, Holde. Es macht keinen Sinn, unsere Gefühle weiterhin zu verstecken und alle um uns herum zu betrügen. Morgen werde ich eurem Vater gehen und um eure Hand anhalten. Doch was, wenn er sagt, dass ich euch nicht verdient habe? Caesar hielt die Nachricht von Victorius Vorhaben, um Julias Hand anzuhalten. Caesar wollte das nicht. Doch sollte er ablehnen, riskierte er, seinen besten General zu verlieren. Aber was konnte Caesar tun? Victorius in den Krieg ziehen lassen, in der Hoffnung, dass Julia ihn irgendwann vergisst? Nein, ein solch großer Feind, der dafür sorgen konnte, dass Victorius lang genug weg bleibt, gab es nicht. Caesar entschloss sich, Victorius mit einer außerordentlich schwierigen Aufgabe zu betrauen, die ihn sehr lange aus der Stadt und von Julia fernhalten sollte. So der vage Plan. Nach einer schlaflosen Nacht hatte Caesar über alles entschieden. Eine Straße. Unser Herz zu verbessern und unsere Güter und Vorräte aufzustocken, müssen wir eine Straße durch die Ländereien der Barbaren bauen. Hiermit ernenne ich euch zum obersten Befehlshaber und Bauleiter des Projekts. Der General war völlig überrascht über diese neue Mission. Doch ganz gleich merkwürdig ihm die Aufgabe erschien. Er fühlte moralisch dazu verpflichtet, dem Befehl von Caesar Folge zu leisten. Seiner Tochter Julia brach es heil das Herz, aber was konnte sie tun? Das junge Paar konnte seinem Schicksal nicht entkommen. Es blieb Julia also nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass sie eines Tages übrigens bis an ihr Lebensende leben würden können. Ja, das ging sehr flott. Ja, herzlich willkommen jetzt nochmal hier nach der kurzen, schnellen Vorleserunde. Ich hoffe, euch geht's ganz gut hier. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier in Japan, nehme hier auf. Ich schaffe es tatsächlich von hier aufzunehmen. Ich hoffe, ich kann das Projekt hier lange durchziehen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen mehr so aufnehmen, dass ich dann hinterher nicht so in Zugzwang komme. Ich weiß nicht, inwieweit ich Bilder und so von mir JP machen lassen kann. Wahrscheinlich werde ich jetzt einfach selbst ein paar entwerfen und dann hier hochladen, einfach weil es ja hier gerade schneller geht und der Kontakt zu JP dann auch von hier etwas schwieriger ist, weil halt Tag-Nacht-Verschiebung 8 Stunden sind Zeitdifferenz
Und JP hat selber im Moment sehr, sehr viel nach Uni zu tun und deshalb möchte ich ihn dann nicht noch mit im Moment betrauen, dass er nochmal ein neues Bild innerhalb von ein paar Tagen entwirft. Und ja, deswegen werde ich das jetzt einfach hier machen. Hoffentlich. Ihr werdet es ja sehen, sobald dieses Projekt hier rauskommt. Ich bin mal gespannt, wie viele Minuten ich machen werde. Ich glaube, ich werde erstmal mit 15 Minuten anfangen, weil es ist mein Laptop hier, der läuft gerne heiß. Ich glaube, bei dem Spiel sollte es nicht das Problem sein, aber die Speicherplatte ist auch nicht, so groß. Das heißt, 20 Minuten Folgen können etwas knapp werden. Ich glaube, ich werde mit 15 Minuten haushalten. Und ja, dann werde ich das Ganze hier irgendwie so durchgehen. Ich werde euch gleich nach und nach ins Spiel reinführen. Das wird, ich habe damals die ersten 5 Missionen, glaube ich, gemacht, oder die ersten 4. In dem Dreh, also dass ich nur einen groben Überblick gekriegt habe und dann kann der Rest ist dann also völlig blind. Wir müssen uns hier irgendwie diese Straße lang bauen und die geht hier irgendwie in die Eisregion und weiß nicht, hier unten müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann lang oder so. Hier Vulkane, sehr geil, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, auf jeden Fall ein schönes Projekt, recht unbekanntes Spiel muss ich sagen, ich kannte es halt nicht, ich weiß nicht, wer von euch es kennt. Aber es hat in sich nicht irgendwie davon, dass es strategisch besonders anspruchsvoll wäre oder kriegerisch oder so. Es ist eigentlich im Prinzip echt nur so ein bisschen Straßen bauen, wie wir jetzt gleich sehen. Aber es ist echt interessant. So, Level 1. In der Arbeiter haben ein erstes Lager errichtet. Die große Straße von Rom beginnt genau hier. Lass uns loslegen, es gibt viel zu tun. Ja, die Aufgabe ist einfach nur, baue die Straße fertig. So. Dann schauen wir mal. Also, wir sehen hier unsere Rohstoffe, Nahrungsmittel, Holz, Steine und Gold. Und ja, dann muss ich zum Starten hier einfach mal klicken. Hier ist unser Lager, hier ist die Straße und hier sehen wir Punkte, da sehen wir gleich, können wir interagieren. So, du musst eine Straße bauen. Klicke auf die mit dem grünen Pfeil markierte Stelle, woraufhin sich der Arbeiter dorthin beginnt. So, da sehen wir unseren einen Arbeiter, der sitzt da gerade. Hier sehen wir die grüne Stelle. Jetzt geht er dahin und hämmert das Ding. Tada! Um die Straße weiterbauen zu können, benötigst du mehr Holz. Klicke auf den Baum, damit ihm der Arbeiter fällt. Denn wir haben jetzt nur noch ein Holz. Der Bau einer Straße kostet nämlich 2 Holz. Und die Musik hört sich fast genauso an wie die von Siedler 2. Hört sich echt fast genauso an. Krass. Weiß ich nicht, jetzt hat jemand bei Skype geschrieben. Na, das gibt's ja nicht. Das war wieder klar. Die ganze Zeit kommt keiner bei Skype und sobald ich anfange aufzunehmen, purzeln sie hier alle über mich her. Ist jetzt aber nicht so wichtig. So, also wir wollen einen Baum fällen. Hier sehen wir Bäume. Dafür brauchen wir eine Nahrung, um den zu fällen. Und der liefert uns 2 Holz. So, um dann die Straße, die können wir hier weiterbauen, kostet dann ein Nahrungsmittel. Nahrung braucht man immer, um irgendwas halt zu machen. Zum Beispiel einen Baum zu fällen. Oder halt zum Beispiel die Straße zu bauen. Wir können jetzt nochmal just for fun diesen Baum hier fällen. So, und was hier auch ist, ist die Restzeit. Sobald wir in diesem Rahmen fertig werden, bevor die Zeit hier abläuft, kriegen wir 3 Sterne. Wenn wir hier sind, dann wird es schon ein bisschen knapper, dann kriegen wir nur 2 Sterne. Und ansonsten, ja, naja, was soll's. So, und jetzt brauchen wir noch einen Wegteil, den können wir hier uns gleich hinbauen. Und dann haben wir diese Mission auch schon abgeschlossen. So einfach geht das hier noch. Dann kommt der kleine Mann auch raus, kommt der kleine Kamerad vor die Tür und sagt uns, dass wir das geschafft haben. Ja, und jetzt kriegen wir hier unseren Daumen quasi, unsere 3 Sterne, kriegen wir den fetten Stempel. 55 Sekunden haben wir gebraucht. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich 2 Minuten, insgesamt 3 Minuten an Zeit gehabt. 4 Ressourcen hatten wir, Levelpunkte 1620, gesamt 1620. Wahrscheinlich hätten wir noch den einen Baum mal fällen müssen, damit wir noch mehr gekriegt hätten. So, dann kommen wir hier in unsere tolle Statuenregion. Herzlichen Glückwunsch. Hier können wir nämlich unsere Erfolge angucken. Dadurch, dass wir jetzt einen Stempel gekriegt haben, kriegen wir hier die Statue ein Stückchen vorwärts. Die Venus-Statue wird hier gemeißelt. Und hier sehen wir in alle möglichen Gebäude, die wir kriegen. Hier ist erstmal unser General Victorius mit seinen 1620 Pünktchen. Hier sehen wir ein paar Siedler, die einfach rumlaufen. Das ist halt auch so. Das ist so ein bisschen der Siedler-Style. Einfach so ein bisschen lieblich, dass hier eben auch Leute rumlaufen. Hier stehen ein paar Bäume und hier sind halt die ganzen Gebäude, die wir am Lager. Halt Level 1 ist das, was wir bislang haben und den Rest kennen wir alles noch nicht. Ja, eine Fischerhütte werden wir also anscheinend irgendwann kriegen. Da bin ich mal gespannt. Brücke gibt es auch. Die kenne ich auch schon. Und dann gibt es so ein Zeug wie... Ja, das verrate ich alles noch nicht. Gehen wir auf jeden Fall zu zweiten Fortschritt. Einer von 40 Leveln. Am Anfang geht das natürlich hier recht flott. Ja,
Also, Level 2 wollen wir natürlich hier gleich durchstarten, bevor wir hier nur ein Level in dieser Folge haben. Das beschäftigt sich also mit Beeren, denn wir müssen Beeren sammeln, um ausreichend Essensvorräte im Lager zu haben. Um weitere Bäume fällen zu können, wirst du nämlich Nahrungsressourcen benötigen, das habe ich ja eben schon grob erzählt. Und wir müssen auch bereits eine Brücke bauen. Das kommt also auch. So, zum Starten klicken. Der umgestürzte Baum versperrt dir den Weg. Klicke auf den Baum, damit ihn der Arbeiter wegräumt. Auf diese Weise erhältst du sogar noch zusätzliches Holz. Da sehen wir, den müssen wir weghauen. Das kostet sogar 2 Gold, damit wir den umhauen können. Und dann sehen wir hier, können wir bereits... Ja, okay. Die Büsche versorgen dich mit nahrhaften Beeren. Klicke auf die Beerenbusch, damit der Arbeiter die Beeren einsammelt. Das habe ich so eben schon gemacht. Und da kümmert er sich auch so gleich drum. So, dann können wir hier schon gleich, zack, ein wenig Holz verballern, um hier das Ganze zu dingsen. Die Brücke hier können wir auch bauen. Dafür benötigen wir allerdings 5 Holz. Und das war jetzt ein bisschen blöd, dass wir den Busch hier hingenommen haben. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. So, jetzt können wir hier weiterbauen. Und dann werden wir gleich ein paar neue Bäume brauchen. Da nehmen wir uns erstmal wieder ein paar neue Beeren. Und dann gibt es ein paar Bäume und dann wollen wir mal gucken, dass wir möglichst viele Punkte heute sammeln. Zack. So. Ja, schauen wir mal. Klock, klock, klock. So, bauen wir erstmal die Brücke. Ja, da kreuzt ein Fluss deinen Weg. Du wirst Holz benötigen, um eine Brücke bauen zu können. Das tun wir jetzt gerade mit 5 Holzplanken. Werden wir hier eine schöne Brücke uns hochzimmern. Und dann brauchen wir hier noch das Stückchen. Ja, und da hinten brauchen wir dann nur noch... Ja, 2 Holz haben wir theoretisch noch, aber wir wollen noch mal ein bisschen Holz einsammeln. Wir haben ja die Zeit und das macht uns bestimmt ein paar kleine Pünktchen. So, dann können wir noch mal. Wir wollen das ja auch hier ordentlich zu Ende bringen, ne? Das muss ja schon... Wir wollen ja hier ein bisschen Spaß haben. So, und ein paar Punkte sammeln, nebenbei gesagt. Die Zeit läuft zwar langsam uns weg, ich weiß auch nicht, ob es wahnsinnig viel besser ist, Ressourcen zu sammeln oder ob wir lieber einfach möglichst viel Zeit über haben sollen, damit wir hier das Ganze hinter uns bringen. Ja, keine freien Arbeiter, aber der geht nochmal hier und sammelt sich nochmal ein paar kleine Beeren. Und sie ist auch völlig zufrieden und freut sich. Ich habe alle Aufgaben erfüllt. Sehr schön. Levelpunkte gibt es 1770, also wahrscheinlich ist auch die Zeit eher der limitierende Faktor. Ja, die Restzeit wird zu deiner Punktzahl hinzugerechnet. Okay, also nächstes Mal mehr auf Zeit spielen. Merken wir uns. Da ist die Venus-Statue auch ein Stückchen weitergekommen. Und ja, und die Brücke haben wir jetzt auch schon mittlerweile. Und ich denke mal, es wäre, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir jetzt einfach die Folge beenden. Weil wir sind jetzt bei knapp 15 Minuten und ich möchte es ja nicht übertreiben für die erste Folge, nicht? Wie gesagt, ich muss mal mit dem Speicherplatz schauen. Auf jeden Fall war das ja heute ganz nett. Hoffe ich zumindest. Es ist ein neues Projekt, was jetzt erstmal Dienstag, Donnerstag laufen wird. Ich hoffe, euch macht es einigermaßen Spaß. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei bleibt, weil ich finde das Spiel sehr nett. Vielleicht konnte euch die erste Folge auch so ein bisschen überzeugen. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und fleißig reinklickt. Das fände ich supi. Also, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.